Sport verbindet Menschen und ist gesund. Unser Reinickendorf hat großartige Sportanlagen, die von vielen begeistert genutzt werden. Auch von Frank Steffel, der am 27. September für den Bundestag kandidiert. Die Förderung des Breiten- und Leistungssports sind seine Herzensangelegenheit. Zuallererst habe ich natürlich als junger Mensch, wie so viele, angefangen, selber aktiv Sport zu treiben, habe immer gerne Mannschaftssport betrieben und bin dann über den Mannschaftssport selber Jugendtrainer und Jugendbetreuer geworden. Ich bin heute natürlich etwas gesetzter, mache Mannschaftssport nur noch sehr am Rande, aber laufe begeistert Marathon, versuche mich fit zu halten mit dem, was geht, fleißig an irgendwelchen Geräten und versuche die mittlerweile halb morschen Knochen kontinuierlich zumindest nicht weiter verfallen zu lassen. Und bin heute Präsident der Reinickendorfer Füchse. Wir haben 2.500 Mitglieder, haben viele Abteilungen, Boxen, Basketball, Volleyball, Hockey, Turnen, Fußball, Handball natürlich. Und bin eigentlich immer eher auf der Seite des Breiten- und Jugendsports. Freue mich aber natürlich, dass es auch gelungen ist, unsere Handballmannschaft in die stärkste Liga der Welt, in die Handball-Bundesliga zu führen. Und mittlerweile vor durchschnittlich 7.000, 8.000 Zuschauern in Berlin Spitzenhandball zu präsentieren. Wir haben gerade in Reinickendorf Ost sehr viele Kinder aus nicht-deutschen Haushalten. Wir haben viele Kinder aus sehr, sehr sozial schwierigen Milieus. Und da gilt auch das alte Beispiel. 85% aller Insassen in Jugendgefängnissen haben nie einen Breitensport, nie eine Ballsportart, nie eine Mannschaftssportart betrieben. Sodass ich immer sage, Sportpolitik müsste viel stärker gefördert werden. Am 27. September entscheiden Sie für unser Reinickendorf. Geben Sie Frank Steffel Ihr Vertrauen. Vielen Dank.